Herzlich willkommen zum nächsten Live-Talk der Wochenschau Mittwoch, heute am Samstag. Am Sonntag, verspreche ich mich direkt. Ich freue mich sehr, heute einen sehr, sehr spannenden Gast zu empfangen, der wirklich in diesem Wochenthema wirklich komplett reinpasst, weil er alles erlebt hat eigentlich. Wir reden ja in dieser Woche über das Thema Torhüter im Profisport und dessen Training oder ihr Training. Hatten da ja schon spannende Gäste mit Alexander Meyer oder auch Alexander Sebald oder gestern der U17-Torhüterin. Und mit Holger Gerke rede ich gleich in einem spannenden Talk. Er selbst zu ihm hat so viele Stationen, die man gar nicht aufzählen kann, aber darüber reden wir gleich so ein bisschen. Unter anderem war er Profi-Torhüter über 86 Spieler, so wie es die Zahlen hoffentlich bei Transfermarkt stimmen, in der Bundesliga selbst gespielt, unter anderem bei Schalke, bei Duisburg und bei Karlsruhe. Und war auch Torwarttrainer unter anderem bei Schalke, bei Kasachstan, bei Ungarn, bei Hertha auch. Und ja, es ist eine spannende Geschichte. Co-Trainer, Interimstrainer war er auch schon. Also so viele verschiedene Fassaden, so viele verschiedene Punkte. Freue mich, dass du da bist. Und wie geht's dir? Ja, vielen Dank erstmal hier für die nette Ankündigung. mir geht's sehr gut. Ich lebe inzwischen hier auf Mallorca, genau. Und habe jetzt mich eher, also ja, du hast das ja eben so nett zusammengefasst. Ich war also, glaube ich, insgesamt 35 Jahre im Profifußball tätig, ja. Mit verschiedenen Stationen und habe jetzt so hier eigentlich so meinen Lebensmittelpunkt hier nach Mallorca verlegt und mich mehr oder weniger jetzt privatisiert. So. Und das macht mir sehr viel Spaß hier. Also ich habe hier eine Fußballschule, eine Torwartschule und ja, das ist auf jeden Fall, bin ich, sagen wir mal, dem Fußball auch noch erhalten geblieben. Ja, genau, den Punkt habe ich ganz vergessen mit der Torwartschule, da werde ich auch gleich nochmal später darauf eingehen, wie das so dazu kam. Vielleicht starten wir mal sozusagen zum ganz jungen Holger Gerke, als es mit der Fußball gestartet ist, so ein bisschen auch. Wie kam oder wo kam der erste Bezug zum Fußball bei dir? Ja, ich bin ja Berliner, ja. Und das war wie bei allen, irgendwo natürlich auf dem Bolzplatz damals. Eigentlich jeden Tag immer der gleiche Ablauf, nach Hause gerannt, kurz Mittag reingepfiffen und dann ging es auf den Platz. Und irgendwann, damals hieß das ja E-Jugend, ist man dann so einen kleinen Verein gegangen, Hertha 06 Charlottenburg heißt der. Und dort bin ich eigentlich alle Jugendmannschaften durchlaufen. Was halt auch immer wieder mal, oder was bei mir halt sehr ungewöhnlich ist von der Entwicklung, ist erstens die Tatsache, dass ich eigentlich erst mit 16 ins Tor gegangen bin. Ja. Also ich war Feldspieler, habe auch da ganz gut gespielt, war auch in der Berliner Auswahl und hatte zwischendurch schon mal ab und zu mal ausgeholfen im Tor. Und die Trainer haben dann immer gesagt, ja, du musst doch im Tor bleiben. Ich sage, nö, hatte eigentlich, also mir hat einfach Tore schießen mehr Spaß gemacht als Tore verhindern. Ja. Und ja, und dann aber irgendwann mal mit 16, dann hat ein Trainer so lange auf mich eingeredet, dass ich dann nachgegeben habe und bin dann ins Tor. Und habe dann, also das ist wie gesagt sehr ungewöhnlich, heute gibt es das wahrscheinlich fast gar nicht mehr, habe also wirklich ein Jahr noch Kreisliga A auf roter Asche gespielt. Ja, und dann noch 15 Jahre Profi ist dann schon krass. Ist außergewöhnlich. Ja, mit 16 dann sozusagen wieder ins Tor, das ist schon erstaunlich. Wie sah dann oder wie kann man sich da in dieser Zeit, es ist ja echt schon lange her, auch das, dieses Sichten auch anschauen? Jetzt heutzutage Scouting und Co. ist ja alles wirklich professionalisiert. Wie war früher das? Wie wurdest du dann aufmerksam oder wie kamen dann vielleicht eventuell Scouts? Gab es sowas überhaupt schon? Ja, bei mir war das dann so, dass ich habe dann Kreisliga A gespielt und mein Glück war, dass im Nachbarverein war ein Oberligaverein, das war damals die dritte Liga, die Oberliga, und die hatten einen Trainer, der selber mal zweite Liga Torwart war und der hatte mich dann ein, zweimal gesehen und hat gedacht, ach Mensch, der Gerke, der fängt ja ab und zu mal einen Ball und dann, also der hat das erkannt, dass da gewisse Talent schlummert und hat mich dann da zu diesem Drittligisten geholt, wo ich auch super eingeschlagen habe. Und dann bin ich mal zum Probetraining zur Hertha BSC damals eingeladen worden, weil die wurden so ein bisschen unter Druck gesetzt, weil hier diese aus meinem Jahrgang, zum Beispiel Perlet Barski oder Icke Hessler,
die sind ja alle irgendwo anders gelandet, nur nicht bei Hertha. Und damals wurden dann so die Spieler aus der Berliner Auswahl nach und nach mal eingeladen, weil man gesagt hat, ja, kann ja nicht sein, dass die ganzen Talente da irgendwie nicht bei Hertha landen. Ja, und so kam das damals, dass ich bei Hertha Probetraining gemacht habe unter dem legendären Trainer Uwe Klimaszewski. Und der wurde dann entlassen und der holte mich dann nach Saarbrücken. Und da ging es dann so eigentlich für mich los. Wie war das dann also, so, als geborener Berliner dann auch so eine Ehrung oder fast eine Ehrung zu bekommen, dann bei Hertha so ein Probetraining zu haben für dich? Ja, obwohl ich später ja noch mit Typ Stevens dann bei Hertha war und dort Co-Trainer war. Ich war also jetzt nie ein Hertha-Fan, das muss man auch fair und ehrlich sagen. Und aber das war natürlich aufregend, klar. Ja, das ist, da geht man dann natürlich erstmal mit großem Respekt dran an die Sache. Ja. Und heute erlebe ich das ja von der anderen Seite, weil ich halt Jungs betreue, die ich immer mal wieder zum Probetraining schicke. Und dann weiß ich eben, das ist auch nicht so ganz einfach, obwohl, wenn man ganz fair und ehrlich ist, als Torwart ein Probetraining etwas leichter als Feldspieler. Das, weil man sich doch da besser auszeichnen kann, als wenn man jetzt Feldspieler vielleicht ist und dann wird man geschnitten im Spiel oder wie auch immer. Aber es ist ein bisschen einfacher, finde ich. Okay, das klingt interessant, dass es einfacher ist. Und ja, vielleicht kannst du uns da ja auch mal mitnehmen, bei dir in der aktiven Zeit, wo du dann gespielt hast, verschiedene Vereine. Lernt man dann dazu als Torwart oder hast du eigentlich immer so diesen gleichen Stock gehabt an Wissen als Torwart oder hast du wirklich pro Verein oder neuen Torwarttrainer dann auch vielleicht neues Wissen angeeignet, was dich dann besser gemacht hat? Also es wäre ja schlimm, wenn man nicht mehr, ich lerne ja heute noch dazu. Ja. Das ist ja das Leben. Klar. Man muss natürlich sagen, dass ich in der Jugend nie Torwarttraining hatte. Mhm. Also und auch wenn ich heute sehe, bei Schalke, wir hatten fünf Torwarttrainer alleine im Jugendbereich. Ja. Und wie gesagt, ich hatte nun überhaupt kein Torwarttraining. Und selbst nachher im Männerbereich, ja, gab es Torwarttrainer in dem Sinne nicht. Das hat meistens ein Co-Trainer gemacht und der hat sich dann 10 Bälle hingelegt und hat dann 5-mal links und 5-mal rechts geschossen und dann, wenn der Torwart dann am Boden lag und müde war, hat er gemeint, er hat ein gutes Torwarttraining gemacht. Also so sah das damals aus in etwa. Ja. Ja. Und das wurde natürlich im Laufe der Zeit, hat sich das natürlich dann verändert und ja, und irgendwann, also ich muss sagen, einer der Co-Trainer, die wirklich ein gutes Torwarttrainer gemacht haben, war damals der Horst Ermantraut, der ja auch später dann Cheftrainer wurde und der hat sich dann richtig damit befasst, das muss ich sagen, da erinnere ich mich noch dran und ja, also um auf deine Frage jetzt zurückzukommen, klar entwickelt man sich dann natürlich von Station zu Station und man sagt ja auch bei Torhütern eben, je älter die werden, desto besser werden sie auch teilweise. Mhm. Und das hat natürlich viel mit Erfahrung zu tun. Ja, klar. Und auch Erfahrung sammelt dann natürlich, weil man ja auch zu verschiedenen Vereinen geht und auch vielleicht Umzüge hat, die du ja dann hattest auch, dass du wirklich verschiedene Standpunkte hattest. Wie war das so für dich? So ein bisschen dann keinen, ich sag mal, festen Raum, sondern wirklich verschiedene Städte dann zu besiedeln sozusagen? Ja, eigentlich am schwersten war eigentlich das erste Mal, weil ich war, wie gesagt, ich war Berliner, fand Berlin ganz klasse. Und als ich dann nach Saarbrücken ging, fand ich das irgendwie ein ganz komisches Gefühl, irgendwie jetzt irgendwo hinzugehen, andere Stadt. Aber nachher, muss ich ehrlich sagen, habe ich mich eigentlich über jeden Umzug wieder gefreut, weil man immer irgendwas mitnimmt, neue Leute kennenlernt, neues Umfeld kennenlernt. Und das fand ich dann spannend. Und ja, und eigentlich hat sich das bis heute so. Heute ist es eben so, dass ich heute eben gerne in irgendwelche exotischen Länder gehe, da mal aushelfe. Da sind ja einige Stationen dabei. Ich war ja richtig. Mit Christoph Daum damals in Istanbul bei Fenerbahce. Das war eigentlich mit meine schönste Station fast. Ich war in Kasachstan, ich war in Myanmar, ich war in Antigua Barbuda. Und das mache ich bis heute. Ne? Nur nicht mehr fest. Also mich festbinden irgendwo nicht so gerne, aber so mal aushelfen. Also so wie jetzt, ich war ja jetzt auf Gran Canaria mal eine Woche mit einem Schweizer Verein. Das mache ich bis heute eigentlich ganz gerne. Wenn man dann in irgendein Land reinkommt, wo man noch nicht war, und das ist schon eine spannende Geschichte. Ja, klar. Hier fragt auch Marco die erste Frage im Chat.
im Live-Chat. Wie war es eigentlich in Istanbul, also im Ausland zum Vergleich zu Deutschland, sportlich gesehen? Ja, also sportlich gesehen in Istanbul war das natürlich, wir haben europäisch gespielt, wir haben die Meisterschaft gespielt, die wir nun leider am letzten Spieltag verpasst haben. Das war ein Riesendrama. Damals, also die türkische Liga zu dem Zeitpunkt, natürlich die großen Derbys hier mit Galatasaray. Also das werde ich nicht vergessen, mein erstes Derby, da ist also Schalke Dortmund Kindergeburtstag gegen, ja. Da geht es schon richtig ab. Ja, das klar. Ja. Und das Ganze drumherum, das ist ein Riesenverein mit eigener TV-Station, 24 Krass. Stunden Trainingsgelände vom Feinsten. Das ist, wenn wir unterwegs waren, war das wie so ein, ja, wie soll ich sagen, wie fast so ein Staatsbesuch, ja, mit Eskorte vorne, hinten. Da wurde jede Ampel auf grün geschaltet. Wir sind immer zum Hotel, egal ob jetzt 10 Kilometer oder 20, so durchgebraust, immer mit Security. Also das war schon, da ist schon, der Fußball hat da schon unheimlichen Stellenwert und das war eine schöne Zeit. Mit Roberto Carlos im Team. Also auch der vielleicht in Deutschland nicht so ganz bekannte Brasilianer, Alex de Souza, das waren Riesenkicker da, ne? Muss man sagen. Ja, vielleicht nochmal kurz zurückzukommen, wir waren ja eben kurz bei den Stationen auch. Heutzutage, ich sag mal, wenn ein Bundesliga-Profi steht schon solide da, auch vielleicht finanziell. Wie war das früher? Hast du dir auch schon Alternativen im Kopf gehabt, falls das mal nicht klappen sollte? Weil das war ja noch nicht so in diesen Riegen, die man vielleicht heutzutage hat. Nee, bei mir war es, wie gesagt, eher andersrum. Also es war eigentlich nie ein Ziel von mir, Profi zu werden. Mhm. Das hatte ich also gar nicht auf dem Schirm so richtig. Und ich wollte eigentlich Sportlehrer werden. Also ich habe mein Abitur gemacht und hatte mich dann um Studienplatz beworben, da mein Abitur jetzt nicht gerade glänzend war, hatte ich da Wartezeit. Ja, und dann ging das, wie gesagt, in Saarbrücken war so die erste Station. Dann dachte ich noch, naja, dann guck mal mit dem Studium, kannst du ja immer noch anfangen. Ja, und dann ist es, ja, dann ist es, sind es 10, 15 Jahre Profi oder mehr. Ja, und dann natürlich, was ich so ein bisschen als Glücksfall sehe, ist eben, dass ich den direkten Anschluss vor allen Dingen geschafft habe, was nicht allen gelingt, dass ich dann im Trainerbereich sofort einsteigen konnte. Und das war eigentlich sogar, wenn ich jetzt ganz fair und ehrlich bin, eher mein Ding als das Profi-Sein selber. Ja. Okay. Bei den meisten ist es andersrum, die trauern immer der Profizeit hinterher. Für mich ist die Trainerzeit eigentlich die viel schönere Zeit. Ja, das klingt sehr gut und das passend jetzt auch da der Einstieg von Karlsruhe dann zum Torwarttrainer auch. Wie kam dieser Einstieg dann noch zustande oder wie war das? Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen? Das war eigentlich so, ich sagte ja bereits, früher war das ja noch nicht ganz so mit den Torwarttrainern. Ja. Das war gerade die Phase, als das so anfing. Und der Jörg Berger, der mich aus der Schalker Zeit kannte, war damals Trainer in Karlsruhe. Und der sagte dann zu mir, du pass auf, ich habe hier einen sehr guten, aufstrebenden Torwart. Das war damals der Simon Jentsch. Und du machst quasi, also ich war gar nicht offiziell Torwarttrainer, sondern ich hatte noch einen Lizenzspielervertrag. Ich sagte, du machst dann zweiter Torwart. Da ist noch ein junger Torwart dabei. Und gleichzeitig trainierst du ihn und gleichzeitig gibst du ihm auch von deiner Erfahrung weiter. Also das war so der Einstieg damals. Ne? Ja, spannend, spannend. Und ja, wie war das dann auch für dich so, die ersten Steps als Torwarttrainer dann auch? Wie einfach war es für dich auch? Ja, Karlsruhe war ja dann relativ schnell beendet, weil den Jörg Berger hatten sie entlassen. Und ich fand das damals nicht so gerecht, weil das schon nach 5 Spielen passiert ist und habe da ein bisschen Theater gemacht. Dann habe ich meinen Vertrag aufgelöst. Ja, und dann ist ja eigentlich das passiert, wovon ich ja immer geträumt hatte, dass ich dann im Grunde genommen wollte ich immer nach Schalke zurück. Und dann kam irgendwann der Anruf vom Rudi Assauer. Und dann bin ich da dort angefangen, habe dann den Hüb Stevens kennengelernt, der mich gar nicht kannte. Und habe dann da als Torwarttrainer angefangen. Genau. Das war so der Einstieg. Natürlich auch eine irre Trainerlegende in Hüb Stevens. Vielleicht können wir da gleich nochmal drüber sprechen. Aber was würdest du sagen, auch vielleicht dann auch da schon in dem Punkt auch, inwieweit hat es Vorteile, hat es gar keine Vorteile, vorher Torwart zu sein oder richtig professionell Torwart zu sein oder als Torwarttrainer? Also
Das ist ja auch bei Cheftrainern immer die Frage, ne? Also ich kann nur sagen, man muss nicht, um ein guter Cheftrainer zu sein, auf Top-Niveau gespielt haben. Ja, das ist ganz klar. Also es sind zwei verschiedene Jobs. Aber ich sage auch, es ist natürlich ein Riesenvorteil, weil ich habe natürlich alle Situationen schon mal erlebt, vor allen Dingen auch die negativen Situationen. Also ich habe mal, ich will es gar nicht so laut sagen, aber heute kann man drüber lachen. Ich habe mal im Pokal damals, da waren wir Zweitliga mit Blau-Weiß Berlin gegen Bayern 11 Stück bekommen. Ja, und ich weiß halt auch, wie ein Torwart sich fühlt, wenn er mal einen Fehler macht. Oder ich weiß auch, wie er sich fühlt, wenn es mal gut läuft. Und ich kann ihn eigentlich auf alles ganz gut vorbereiten, weil das behaupte ich eben einfach, der mentale Bereich, gerade beim Torhüter, das ist mit das Wichtigste. Ja. Natürlich muss ja gut trainiert werden. Das ist überhaupt keine Frage. Und die Ausbildung ist ja auch gut in Deutschland, was Torhüter angeht. Aber letztendlich ist nachher auf der höchsten Ebene ist natürlich auch die Birne ganz, ganz wichtig. Ja, weil du hast da schon enormen Druck und bist da auch enormen Druck ausgesetzt. Und man sagt ja nicht umsonst, die Torhüter haben irgendwo alle eine Macke. Und letztendlich haben sie die auch. Also. Du sprichst so ein spannendes Thema an, was wir schon eigentlich fast jeden Talk jetzt diese Woche auch so ein bisschen drin hatten. Mentaltraining hast du eben, der mentale Bereich. Wie wichtig oder wie, kann man das sagen, auch schlecht ist aktuell dieser Weg noch Mentaltraining, Live-Kinetik. Ich selbst persönlich mache zum Beispiel auch Live-Kinetik im privaten Leben. Im Fußball ist es ja so langsam gekommen, generell, nämlich sag mal im gesellschaftlichen Leben leider ja auch noch gar nicht das Thema. Wie siehst du das? Im Torwartbereich ist es noch mal eher da, als es im normalen Spielbereich ist, oder? Ja, wir hatten natürlich auch schon in der einen oder anderen Station Mentalcoaches mit dabei. Das ist ja auch, jeder Spieler ist verschieden. Der eine nimmt das an, der andere nicht. Bei manchen Trainern, die übernehmen das auch ein bisschen. Aber ich denke schon, dass es, wie ich ja bereits sagte, ein sehr, sehr wichtiger Bereich ist. Ja. Wir sind da früher selber mit klargekommen. Ich habe, wie gesagt, ich habe mich da immer ein bisschen positiv selbst, wenn ich eine Phase hatte, wo es nicht so lief, irgendwie fast manipuliert. Und jeder findet oder muss da seinen Weg finden. Ja, aber ich denke, dass es ein sehr, sehr wichtiger Bereich ist. Und das wird auch, meine generell sind ja die Trainerstäbe in den letzten Jahren enorm gewachsen. Ich habe mit Myb Stevens bei Schalke damals die Nummer mit Meister der Herzen, da waren wir wirklich fast zu zweit. Ja. Und heute hast du natürlich ein riesen Team und der Bereich, den Bereich halte ich eben für sehr wichtig. Ja, auf Das jeden Fall. Auch für mich ein Herzensthema, wo ich gerne drüber spreche. Und du hast eben Entwicklung auch angesprochen, Torwarttraining auch. Wie hat es sich positiv entwickelt? Ist es so ein bisschen standhaft oder würdest du sagen, dass man im Vergleich zu deiner Zeit und heutiger Zeit wirklich viel weiter weg ist schon oder im positiven Bereich? Ja, es hat sich ja in erster Linie, hat sich ja das erstmal schon geändert, damals durch den Anfang dieser Rückpassregel. Das war ja der erste große Einschnitt, den es gab. Das war, muss so 92 gewesen sein. Und das war, als ich bei Schalke war. Mein Konkurrent war ja Jens Lehmann. Und der war natürlich ein klasse Torwart. Aber das Einzige, was ich halt besser konnte als er, war Fußball spielen. Ja, weil ich sagte ja, ich bin ja erst relativ spät ins Tor gegangen. Ich habe auch im Training damals, das war, also ich sage immer so scherzhaft, ja, wenn ich als Spieler so viel Torwarttraining gehabt hätte, wie ich später als Trainer mit den Keepern gemacht hätte, dann hätte ich sofort wieder aufgehört, weil ich wollte halt Fußball spielen, ja, und habe im Training halt auch die Trainer meistens, also in den früheren Jahren, wir waren ja auch locker, wir haben dann oft jung gegen alt gespielt und ich habe dann oft auch wieder im Feld gespielt, ja. Und das war aber dann, als die Rückpassregel kam, wirklich ein Riesenvorteil. Ja. Und heute werden die Jungs ja schon im Jugendbereich darauf vorbereitet. Ja, gerade die Spieleröffnung hat ja einen großen Bestandteil des Torwarttrainings. Und das hat sich natürlich wahnsinnig geändert. Ja. Es gibt ja so ein paar Kritiker, die dann sagen, ja, dafür wird jetzt vernachlässigt, mal einen Ball zu halten nach dem Motto. Aber ich denke, das ist eben. Das Torwartspiel ist halt sehr komplex und sehr kompliziert. Ja. Und
ja, das sind schon hohe Anforderungen. Und insofern muss man auch im Training, du hast ja gerade ein Beispiel gesagt, Live-Kinetik, muss man natürlich auch mal wieder neue Sachen entwickeln und diesen neuen Trainings, ja, Prinzipien oder Trainingslernen oder wie auch immer offen gegenüberstellen, ganz klar. Und vielleicht auch dieses Offen, wenn du davon sprichst, wie viel Flexibilität hattest du dann auch in verschiedenen Stationen? Du warst ja nicht nur bei Schalke, sondern bei einigen Vereinen dann auch wirklich als Torwarttrainer ja auch schon. Wie leicht ist es dann, an einem anderen Verein direkt dann zu arbeiten? Oder muss man sich dann wirklich an die Struktur eines Vereins dann halten, wie die das Torwarttraining wollen? Oder ist man da frei? Ja, also ich hatte nie einen Cheftrainer, der zu mir gesagt hat, was ich machen soll. Ne? Ich glaube, das gibt es auch nicht. Also, das ist halt der Vorteil beim Torwarttrainer, dass er relativ selbstständig arbeiten kann. Ja? Den Gegebenheiten anpassen, hundertprozentig, das habe ich in Fenerbahce erlebt. Ne? Da muss man einfach, wenn man im Ausland ist, da gibt es manchmal andere Gesetze. Ja? Da muss man ein bisschen aufpassen. Also für mich ist immer der Torwart im Vordergrund. Ja. Es gibt so, will jetzt hier keinen Namen nennen, aber es gibt ein paar Kollegen, die sich immer sehr gerne selber in den Vordergrund schieben und alles ganz toll. Und da denke ich immer, naja, Junge, ist ja schön, dass du alles so toll kannst und machst, aber am Samstag, du stehst, glaube ich, nicht im Tor, sondern dein Junge, dein Schützling steht im Tor. Und deswegen war für Richtig. mich immer das Wichtigste, der Keeper. Und da ist das auch dann immer auf diesen Keeper ausgerichtet. Wenn ich sehe, der muss vielleicht mehr im Fußballerischen was machen, ja, dann macht man eben im Fußballerischen was. Also da habe ich immer relativ flexibel mein Training gestaltet. Immer das, manchmal hat man ja auch drei oder vier völlig unterschiedliche Typen. Ja, da muss man da schon individuell ein bisschen drauf eingehen, auf die Jungs. Du hast eben Fenerbahce auch angesprochen, habe ich halt die Frage so ein bisschen im Kopf, wie waren diese sprachlichen Barrieren dann vielleicht auch oder wie war das für dich? Ja, nee, das ging eigentlich. Also ich spreche Englisch und nachher habe ich auch noch ein bisschen Türkisch gelernt, aber mit Englisch kommt man eigentlich ja, überall zurecht, also bei den meisten Stationen. Aber das hat ganz gut geklappt. Ich meine, einer meiner Lieblingstorhüter war ja Fari Mondragon beim 1. FC Köln. War halt ein verrückter Hund. Der hat ja 7 Sprachen fließend gesprochen. Das ist natürlich dann am allerbesten, Ja, ja. klar. Aber wie gesagt, ich spreche Englisch ganz gut, ein bisschen Spanisch und ein bisschen Türkisch und damit kommt man schon irgendwie zurecht. Ja. Ja. Und Und wie kam, ja? der Sport ist auch ja, nicht so Anders in der kompliziert. Sprache, ja, anders in Ja, der Sprache. Habe ich genau. auch schon selbst kennengelernt, wenn Man ich muss auf ja einer, nicht dozieren, man muss ja nicht genau. dozieren. Ja. Wenn ich auf einer Fußballmesse oder so war, auf einmal ein englischer Stand, ich so, ach du Scheiße. Aber dann kriegt man es doch irgendwie hin, ganz einfach Ja, sogar. klar. Wie kam es dann dazu, dass du vom Torwarttrainer zum Co-Trainer oder sogar Interimstrainer dann auf einmal auch wurdest? Ja, das war in Schalke, fing das an. Und zwar war es so, dass im ersten Jahr, also mein Einstiegsjahr, bin ich damals beim Huub Stevens nicht zu den Spielen mit, sondern hab mich damals um den Restkader, also quasi um die dann nicht mitgefahren sind. Da war dann zum Beispiel auch hier unser Freund Thorsten Legert oder ein Asamoah, die waren manchmal nicht im Kader. Und mit denen habe ich dann das Training gemacht. Ja, habe ja auch nebenbei schon den A-Schein gemacht, hatte mich dann auch schon für den Fußballlehrer angemeldet. Und in dem Jahr vor Meister der Herzen, oder besser, nee, in dem Jahr Meister der Herzen, hatte der Huub Stevens sich damals mit dem Co-Trainer, mit dem Eddie Achterberg, so ein bisschen ja, überworfen. Oder der Eddie wollte dann weg. Ja, und Rudi Assauer und Stevens haben dann so gesagt, ja, wir brauchen eigentlich gar keinen holen, der Gerke, der kann das. Ne? Weil ich war auch noch relativ fit und die beiden waren nicht ganz so fit. Ich habe dann oft auch schon das Warmmachen gemacht oder das Gymnastikprogramm im Training und habe also über das Torwarttraining hinaus schon Aufgaben übernommen. Ja, und dann sind die irgendwie darauf gekommen, dass sie mich dann als Co-Trainer dann installieren und ja. Hört man selten so dieser Sprung dann auch oft so, dass dann Ja, und ich meine, das war auch ein brutales Jahr. Ne? Ich hab dann meinen Fußballlehrer gemacht. In dem Jahr, wo wir, das war nach dem Meister der Herzen Champions League gespielt haben. Also, das war schon. Und der Hüb hat dann, ich war von Montag bis Donnerstag in Köln bei der Sporthochschule, der Hüb hat teilweise dann alles alleine da geschmissen. Also, Wahnsinn.
Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das nicht ohne war, aber wahrscheinlich auch dann eine ganz andere Herausforderung. Herausforderungen sind ja immer nicht schlecht eigentlich. Vielleicht gehen wir so ein bisschen auch darauf ein, die internationale Erfahrung, Ungarn und Kasachstan zum Beispiel. Wie kam es dann dazu, zu diesen Bereichen? Wie unterscheidet sich vielleicht auch Torwarttraining im, ich sag mal, Nationalmannschaftsbereich und vielleicht im Vereinsleben? Ja, das unterscheidet sich eigentlich ja, auch wie das normale Training sich unterscheidet. Also das ist natürlich eine Nationalmannschaft, hat man natürlich nicht diesen täglichen ja, Betrieb, sondern die kommen meistens alle gut gelaunt und an. Und es wird auch gar nicht so viel, weil es ist dann irgendwie eine Woche. Und in der Woche ist dann ein Spiel oder zwei Spiele, da ist natürlich alles aufs Spiel ausgerichtet. Und da machst du dann nicht ganz so viel Torwarttraining wie jetzt in einer normalen Woche beim Bundesligisten. Ja. Aber also ich fand das toll. Also da würde ich auch nochmal, heute auch nochmal einsteigen bei der Nationalmannschaft. Also mir hat das sehr viel Spaß gemacht mit Ungarn. Das fing an damals durch Bernd Storck, der erst Sportdirektor dort war. Und mich dann fragte, ob ich mitgehen will zur U20-Weltmeisterschaft nach Neuseeland. Und ich war gerade freigestellt in Schalke. Und ja, dann habe ich gesagt, klar, eine WM habe ich auch noch nicht erlebt. Und bin dann mitgegangen. Und das war auch ein Riesenerlebnis natürlich, Neuseeland. Und dann wurde er Trainer der A-Nationalmannschaft. Und ja, dann habe ich das ja auch ein paar Jahre gemacht. Mit dem Highlight natürlich 2016 mit der Europameisterschaft in Frankreich. Ja, irre. Und wie tauscht man sich dann mit den Teutern aus, wenn die nicht in diesem Wochenzyklus dann da sind? Also wenn sie in ihrem Verein sind, hat man dann Austausch zu den Teutern oder? Das hat eigentlich eher der Bernd Storck schon im Vorfeld geregelt. Mal waren vielleicht vier, wo dann einer weggefallen ist, der dann nicht im Kader war. Aber so im Großen und Ganzen, ich habe natürlich die Torhüter mir angeguckt, dann, die vielleicht in Frage kommen. Oder da waren welche von der U21, die ich da mit dabei genommen habe. Ich hatte natürlich das Glück, den Gabor Kiral, der damals die Nummer 1 war, am Anfang, den kannte ich ja noch aus der Berliner Zeit. Und später war natürlich dann Peter Gulaschi die Nummer 1. Und da hatte ich natürlich kurze Wege, da bin ich ab und zu nach Leipzig, habe mir das Spiel angeguckt und das war eigentlich, ja, wie gesagt, war eine tolle Zeit, ne? Ja, vielleicht nochmal so zu diesem, so ein bisschen Richtung Abschluss Torwart-Bereich auch, bevor wir so ein bisschen über das Thema reden, was du gerade auf deinem Shirt hast, das Symbol des Fußballcamps Mallorca auch, Genau, bevor wir ja. darüber gleich ein bisschen sprechen noch, wie würdest du sagen, wie oder wie hast du es geschafft, das so zu bewerten, dass ein Torhüter vielleicht auch gut ist oder schlecht ist oder ein Talent hat? Weil ich finde, beim Torwart ist es ja schon, ja, ich weiß nicht, schwerer vielleicht als bei einem normalen Spieler. Ich weiß nicht, ob das, oder ist es leichter? Da kenne ich mich nicht so aus. Ich mache selbst Torwarttraining beim Kreisligisten C, Kreisliga C gibt es auch nicht so oft, aber ich könnte da nicht sagen, der Torhüter ist ein Talent oder ich als Beispiel, oder ich hätte nie das Auge dazu. Ja, na gut, das ist dann vielleicht diese jahrelange Erfahrung. Erfahrung. Auch bei Feldspielern, ja, also man merkt dann einfach, ob einer eben ein bisschen mehr drauf hat als der andere. Also ich erinnere mich damals bei Blau-Weiß, als der Karl-Heinz Riedle zu uns kam, der kam von Augsburg. Augsburg war damals, die waren, weiß ich was, dritte Liga oder keine Ahnung. Und da habe ich einfach nur gesehen, der ist irgendwie anders als die anderen. Ne? Also der ist natürlich auch damals gesprungen wie so ein Känguru. Und ja, und im Laufe der Jahre, wenn man dann gerade junge Talente, ich hatte einen Podolski damals oder einen Leroy Sané oder man sieht das einfach, dass die sich einfach abheben. Und beim Torhüter ist klar, dass ich das irgendwie natürlich schon ein Auge dafür habe, wie der Junge sich bewegt, die Sprungkraft, antizipiert er gut, ja, wie fängt er die Bälle, hat er ein Timing, ja. Und da sehe ich natürlich jetzt auch bei mir in der Torwartschule immer wieder Talente. Das Einzige, was ich oft nicht sehe, ist, wie sie sich halt im Spiel verhalten. Das ist natürlich im reinen Torwarttraining, sowas gibt es auch, hatte ich auch vor kurzem, ja, der wirklich also top war.
in allem brutal war, wo ich gesagt habe, Mann, das ist ein, der hat Talent für die Bundesliga, der das aber im Spiel nicht umsetzen konnte. Ne? Und letztendlich ist nun mal das Spiel das alles Entscheidende. Also nur gut im Torwarttraining hat manchmal nichts zu sagen, wenn du es nicht auf die Platte bringst. Ne? Ja. Vielleicht nochmal so eine aktuelle Frage auch, wenn sie mich interessiert, weil du da ja auch ein bisschen Ahnung hast, weil du ja lange bei Schalke warst, auch vielleicht härter, diese Entwicklung, die bei Schalke natürlich sehr letztes Jahr negativ war. Wie weit hat da vielleicht dein Herz dann auch geblutet so ein bisschen oder wie hast du das beobachtet? Ja, ich habe das natürlich beobachtet und auch das, ich finde diese, es wurde auch teilweise hausgemacht, also ich fand, dass man Fährmann, weil den kann ich nur mal beurteilen, ich habe mit ihm lange gearbeitet und da hat man ja angefangen immer wieder diese Diskussion zu eröffnen, ob er fußballerisch nicht so gut ist und so weiter und so weiter, also ich kann nur sagen, natürlich ist er jetzt nicht fußballerisch wie Manuel Neuer, aber er ist jetzt auch nicht so blind, wie sie ihn dann oft dargestellt haben. Richtig. Ja, und ich meine, für mich ist es sowieso höchst fragwürdig heute mit dieser Spieleröffnung schon im eigenen 16er, wo dann teilweise 5 gegen 2 gespielt wird, was wo eigentlich der Sinn darin sein soll, ob das jetzt super modern sein soll oder ich weiß es nicht. Aber einen langen Ball bringt der Ralle mit links und mit rechts, also über 40, 50 Meter immer noch an. Also insofern weiß ich auch nicht, ob das so sinnvoll war, aus Trainersicht so eine komische Spieleröffnung, wenn der Gegner schon hochpresst. Insofern fängt die Diskussion ja irgendwann mal an mit ihm und ich finde, da hat man ihm eigentlich ja auch teilweise Unrecht getan. Ja, weil ich meine, in den Zeiten, wo ich da war, hat der ein Fährmann halt auch mal Spiele gerettet, ja, und auch Bälle gehalten, die andere Torhüter nicht rausholen, weil er wirklich sehr, sehr schwer zu bezwingen ist teilweise. Und insofern war das für mich so ein bisschen hausgemacht, das ganze Theater. Ja, vielleicht noch so zu den Stationen, was war da so dein besonderes Highlight oder so eine Highlight-Geschichte für dich? Ja klar, zweimal Pokalsieg natürlich mit Schalke 04, ganz klar. Meister der Herzen ist natürlich unvergessen, muss man auch nicht viele Worte darüber verlieren. Das war natürlich auch ein absoluter Knaller. Dann, Fenerbahce sagte ich ja auch, wir haben zwar dann da nur den Supercup gewonnen und sind leider Pokalfinale Zweiter und oder Pokalfinale verloren und in der Meisterschaft, das war dramatisch, den letzten Spieltag die Meisterschaft auch verdattelt. Das war natürlich eine Katastrophe. Und die Europameisterschaft mit Ungarn, die werde ich natürlich auch nicht vergessen. Das war schon ein Highlight. Und als Spieler die Aufstiege. Ich bin ja mit Blau-Weiß aufgestiegen, mit Duisburg aufgestiegen. Nicht schlecht. Aber natürlich auch abgestiegen. Also ja, war einiges eigentlich immer erlebt. Ein bisschen was los. Genau. Ja, war einiges los. 7-mal gegen Ronaldo. Das ist auch selten. Also 4-mal mit Schalke gegen Real Madrid, 3-mal mit Portugal gegen Ungarn. Und den mal so live zu sehen, der hat also auch in jedem Spiel getroffen. Ich glaube, in 3 Spielen sogar doppelt. Also das war schon, das sind schon Highlights. Das glaube ich. Und ja, jetzt so gerade in Mallorca. Man sieht das Logo von dem Mallorca Fußballcamp. Spruch halt mir so. genau. Kannst du uns da so ein bisschen zu erzählen, wie kamst oder was machst du da oder kannst du ein bisschen erzählen zu dem Projekt? Ja, sind ja mehrere Projekte. Das ist einmal dieses Fussi-Camp, das ist, was ich hier gerade gezeigt habe. Das ist das sind so Feriencamps für Kinder. Da gibt es 2 Stationen in Santani und in Calamior. Das ist eher in der Breite eben für Ferienkinder, wobei wir immer mal wieder ganz gute Spieler dabei haben, auch ab und zu Torhüter, die natürlich gehört haben, dass ich da Torwarttraining gebe. Dann sind die natürlich da besonders motiviert und dann kommen verirren sich da auch mal ein paar richtig gute. Ja. Aber das ist eher so für die Breite. Aber ich habe eben auch mein Torwartcamp hier, wo ich dann eben auch so besondere Talente mal fördere. Aber bei mir kann auch, wenn jemand nett fragt und mich anschreibt, also kann auch ein Kreisliga-Torwart trainieren. Also da bin ich total offen. Aber eine Kreisliga-Mannschaft sogar, oder Mannschaften können auch dann trainieren. Ja, Trainingslager hier organisieren, natürlich, das geht auch. Und aber klar, muss ich sagen, ich habe ja jetzt auch wieder einen, der jetzt
im Probetraining ist, bei U19-Bundesligisten. Wenn natürlich so Top-Talente kommen, dann macht mir natürlich immer noch am meisten Spaß. Klar. Und dann versuche ich denen natürlich auch zu helfen, versuche die auch zu betreuen gleichzeitig. Weil da kann ich natürlich mein Netzwerk auch nutzen. Das ist eben ein Unterschied. Wenn jetzt irgendwie ein Spielerberater irgendwo mal anruft, dann hören die meisten Trainer nicht hin. Ich habe mit den vielen Sportdirektoren, mit Trainern selber zusammengespielt oder kenne sie halt. Und wenn ich dann sage, du, ich habe hier einen ganz guten Jungen, dann hat auch noch nie einer gesagt, oh, nee, das hilft nicht, sondern die, dann lassen die den auch meistens mal schon mittrainieren. Wie ist dann vielleicht so dieses Unterschied Vereinsleben zum dann so einem Bereich, man versucht Kinder und Jugendliche oder generell erwachsene Männer dann auch zu fördern? Wie ist so dieser Unterschied für dich? Macht das vielleicht dann noch mehr Spaß auch? Ja, es ist anders. Ich meine, was eben für mich der Hauptunterschied ist, wenn man 35 Jahre war, man ja fast immer ausführendes Organ. Dann ist das Training, dann und dann ist Abfahrt, dann und dann ist Spiel, dann und dann sind wir im Hotel, dann fliegen wir. Klar. Man ist ja immer in dieser Mühle, sag ich jetzt mal, drin und reagiert nur. So, jetzt kann ich natürlich selber sagen, boah, dazu habe ich Lust, das mache ich, das mache ich nicht. Verständlich. Also, wie gesagt, da sind doch manchmal jetzt so witzige Begebenheiten. Dann ruft einer an aus dem Festland von Spanien und sagt, ja, mein Enkel, der ist so gut, der ist 10 Jahre alt und können Sie nicht mal rüberkommen, den trainieren? Da sage ich, ja. Und dann hat er mir da ab ein Haus zur Verfügung gestellt und gibt es auch ein bisschen Taschengeld und dann mache ich das oder ich mache das eben nicht. Ich kann das selber entscheiden. Und das ist eben das Schöne daran. Ich habe natürlich viel mehr Freiheiten als früher. Ja. Ich konnte früher eben, man kann ja nicht sagen, wenn Training ist, auch nee, heute habe ich mal keine Lust, heute will ich mal zum Golfturnier. Geht ja nicht. Wie kann man sich, man kann sich ja auch nicht beschweren nach dem Standort Mallorca, ist jetzt gerade nicht so die schlechte Wahl. Wie kam es dazu oder dass das dann da stattfindet? Ja, auch wieder durch den Fußball. Ne? Okay. Mein erster Kontakt mit Mallorca war mit dem MSV Duisburg, da haben wir unsere klassische Abschlussfahrten immer hingemacht. Und da stand eben mehr das Feiern früher so im Vordergrund, aber ich habe damals schon gesehen, ich bin ja hier in Cala Radiada, habe ich schon gesehen, Mensch, das ist sehr schön hier. Ja, auf jeden Fall. Und habe dann die Insel auch mal nicht nur oder von der anderen Seite kennengelernt und hat mir dann damals schon, also 2000 war das, eine Wohnung hier, eine kleine Wohnung zugelegt, um einfach zu sehen, gefällt mir das? Ist das was für dich? Ja, und das hat mir immer gefallen und ich wusste dann, dass ich im Alter, dass ich mehr da sein möchte, ohne jetzt genau zu wissen, wie oft. Und ja, und seit letztem Jahr bin ich jetzt hier quasi Auswanderer. Also ich habe jetzt hier meinen Lebensmittelpunkt und das war die richtige Entscheidung. Kann es sein, ich habe in meinen Recherchen, wollte ich nachschauen oder habe es auch ein bisschen geguckt, aber nicht gefunden, dass du auch bei Deutschland zu sehen warst, oder? Bei Box? Wir waren über dem mit dem Fussi-Camp, ja, das macht ja der Michael Busse mit mir zusammen. Oder besser gesagt, ich bin ja dazugekommen, der Michael Busse macht das schon seit 10 Jahren. Und wir waren jetzt da auch in Goodbye Deutschland, ja. Und da ging es aber mehr um dieses Corona. Genau, da habe ich, das habe ich gesehen an dem Tag und dachte, ja, irgendwie hatte ich das im Kopf, aber ich wusste es nicht mehr genau. Genau, ja. Und jetzt haben wir, muss ich sagen, für dieses Jahr, ich glaube, die Menschen sind einfach müde von diesem ganzen Thema. Ja. Wir haben jetzt also Top-Up-Anmeldungen jetzt schon für Ostern. Also ich glaube, dieses Jahr geht richtig ab. Ich höre das auch immer von den Hotels. Die Nachfrage ist riesig. Also wir hoffen mal alle, dass wir dieses Jahr eine gute Saison haben. Ja, auf jeden Fall. Das passt ganz gut dann Richtung Ende jetzt, zur letzten Frage auch. Ja. Die jedem schwerfällt. Guckt da überhaupt jemand zu oder reden wir so für uns allein? Ja? Nee, ein paar Leute gucken zu, um die 10 okay. Leute gerade, genau. Traut sich keiner, dich zu fragen. Ihr könnt ihn fragen. Ja, alle schüchtern, ja. Genau, ein bisschen schüchtern, aber gucken ganz gespannt zu. Ich höre auch ganz gespannt zu, deshalb ist es sehr interessant, so diese ganzen Geschichten. Komme ich zur letzten Frage, die wirklich jedem schwerfällt, egal ob es ein Fußballprofi ist oder Kreisligaspieler, so also in diesen Bereichen. Die letzte Frage der Wochenschau Mittwoch. Ein Erlebnis, wo du sagst, ach du Scheiße, dir die Hände vom Kopf nimmst, jeder lacht drüber oder es ist immer noch peinlich und du lachst nicht drüber, aber alle lachen drüber. Du hast eben gesagt 11 Dinger, das ist natürlich schon für einen Torhüter nicht gerade so schön, aber vielleicht hast du so 1, 2, 3 Geschichten. Bei dir gibt es ja einiges, glaube ich. Och, auch. Da hätte ich 10. Also bei diesem 11-2 ging das Spiel übrigens aus. Hey. Da gab es ja noch eine Nebengeschichte.
weil das war noch im alten Olympiastadion München. Ah, schön. Und oder gibt es zwei Nebengeschichten eigentlich. Die erste ist so, dass die Fans in der ganzen zweiten Halbzeit, die Bayern-Fans, im Rücken bei mir waren, okay, und die ganze zweite Halbzeit durchgesungen haben. Einer geht noch, einer geht noch rein. Und motiviert auf jeden Fall. Ja, super. Und ich kam dann natürlich völlig bedeppert da in die Kabine rein, wobei ich sagen muss, ich habe an einem Tor Anteile. Also der Reporter hat mich dann irgendwann sogar immer noch gelobt, ja, was ich normalerweise bei 11 Toren, ja, heute kann man drüber lachen, aber damals war das nicht so lustig. Ja. Und auf jeden Fall stand ich dann unter der Dusche, mir lief so das Wasser über den Kopf und die Seife so in den Augen und habe den Kopf dann so gesenkt und habe dann so für mich hingesungen. Und in dem Moment kam der Trainer rein, der Bernd Hoss, der auch leider schon verstorben ist, und sagte: Ach, Gerke, schön, und singen tust du auch noch. Ja. Scheiße. Und das war die zweite Anekdote. In diesem Spiel hat der Olaf Thon 5 Tore gemacht, 2 Elfmeter. Und irgendwann waren wir zu irgendeinem Spiel unterwegs mit Schalke 04. Und die ganze Mannschaft im Bus. Und wir fuhren so eine Stunde auf der Autobahn. Und einmal guckte ich so hoch auf den Fernseher. Und da ging der Fernseher an und da wurde dieses Spiel gezeigt. Oh. Ja, also besser gesagt, die Ausschnitte aus diesem Spiel. Da hatte der Olaf, mein Freund, der erstmal so kurz zum Busfahrer hat gesagt, so, pass mal auf hier, nachher schiebt jetzt, stell mal die Kassette da an. Und da hatten die Jungs natürlich hinten, hatten natürlich Mörderspaß, ist ja klar. Ja, klar, natürlich. Da war sozusagen der Tag wirklich richtig gelaufen, wenn man das so hart sagen kann. Ja, aber wie gesagt, ich sehe das heute ganz entspannt. Ja. So eine ähnliche Geschichte war mit, da haben wir Freitagabend in Dortmund mal 7 Stück gekriegt mit Blau-Weiß. Okay. Und da standen wir sind Freitagabend ja nicht mehr weggekommen und da wir nach Berlin damals immer geflogen sind, sind wir nächsten Morgen zurückgeflogen. Und als wir dann alle so am Gepäckband standen und auf unsere Taschen gewartet haben, dann kamen dann die Taschen so hochgefahren und dann hatten die unten die Arbeiter im Frachtraum, die hatten auf jeder Tasche mit Kreide eine 7 gemalt. Oh, heftig. So, jetzt reicht's aber mit den Geschichten. Ja, richtig, genau, das ist heftig. Das ist nicht schön, das Erleben. Ja, aber muss man aushalten. Ja? Gut, ja, dann kommen wir zum Ende, bevor du gleich das letzte Wort hast, denn der Gast der Wochenschau mit war immer das letzte Wort. Bedanke ich mich wirklich sehr bei dir, dass du zugesagt hast. Das war mir eine Ehre. Hat mir echt Spaß gemacht, dir dazu zu hören und die Geschichten echt ein geiler Abschluss dieser Woche, also eine spannende Woche, die wir hatten. Jetzt mit dir einen wirklich spannenden Talk noch gehabt, hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Und ja, wünsche dir viel, viel Spaß weiterhin mit deinem Camp. Vielleicht schaue ich mal, wenn ich in Mallorca bin, vorbei. Wenn ich aber in dem Feierbereich vielleicht mal bin, dann gucke ich mal vielleicht so vorbei, wenn mein Tag Pause ist. Das war jetzt ernst gemeint. Und genau, ja. Dann wünsche ich dir einen schönen Sonntag noch. Eben sagte ich Samstag, aber dann ist noch ein Rest. Schönes Wochenende am Anfang. Sagte ich ja eben Samstag. Deshalb, ja, wünsche dir eine schöne Zeit. Und ja, schön, dass du da warst. Und ja, genau, dir das letzte Wort. Ja, ich bedanke mich, wie gesagt, für die Einladung. Du bist, glaube ich, ein netter Kerl. Ja, hast das hier super gemacht. Und ich wünsche dir, dass dein Football Talk oder wie das heißt hier, ja, Football Talk steht ja drüber, dass das mal richtig explodiert, dass da mal irgendwann 100.000 Leute zugucken. Das wünsche ich dir. Ja? Das ist ja schön, okay? Genau. Gut, ja. Also,